Hallo, herzlich willkommen zu Recht einfach. Ich bin's, Johannes, und zwar mit einem Spezial zum Thema, was passiert eigentlich in Deutschland? Wer wird Bundeskanzler, wenn sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz an Corona erkranken? Zunächst einmal ist es ja so, dass die aktuelle Lage sehr außergewöhnlich ist. Das heißt, zu der Frage, wer vertritt eigentlich den Vizekanzler? Gibt es bisher keinen Fall, in dem das mal an offizieller Stelle notwendig war, soweit ich hier die Lage recherchieren konnte. Corona ist eine spezielle Situation. Jetzt ist ganz aktuell Angela Merkel in häuslicher Quarantäne wegen des Coronaviruses und auch Olaf Scholz hat sich schon testen lassen. Insoweit ist die Annahme, dass hier beide erkranken könnten, eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Ein Grund mehr, mal in rechtstheoretischer Hinsicht zu schauen, was dann eigentlich passieren würde. Zunächst einmal muss man Folgendes unterscheiden. Der Rücktritt eines Bundeskanzlers oder gar der Tod des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin führen nicht dazu, dass der Stellvertreter auf Dauer die Geschäfte des Bundeskanzlers übernimmt, sondern dann wird kurzerhand ein neuer Bundeskanzler gewählt. Etwas anders ist der Fall zu sehen und da wird diese Frage insbesondere interessant, wenn die Bundeskanzlerin verhindert ist. Und nehmen wir einmal an, Angela Merkel ist jetzt aufgrund der Corona-Infizierung beziehungsweise sie ist ja gar nicht Corona-infiziert, sie ist ja in häuslicher Quarantäne, kann jetzt die Geschäfte nicht führen, beispielsweise, weil der Bundestag nicht in der Lage ist, für die Bundeskanzlerin einen sicheren Remote-Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Das heißt, der Kanzler oder dessen Stellvertreter müsste quasi aus dem Kanzleramt arbeiten. Dann wäre jetzt die Frage, was passiert? Olaf Scholz wäre dann unterstellt auch erkrankt. Was passiert dann? Im 69 Grundgesetz steht drin, dass der Vizekanzler den Bundeskanzler vertritt, wenn der verhindert ist. Jetzt ist der Fall der, dass Olaf Scholz auch verhindert ist. Dann würde es so sein, dass der Bundespräsident, also Frank-Walter Steinmeier, sich einschalten würde in die Szenerie und zunächst einmal den geschäftsführenden Bundeskanzler bestimmen würde. Das kann beispielsweise ein Bundesminister sein oder ähnliches. Und dann würde dieser zunächst die Geschäfte des Bundeskanzlers übernehmen. Der Bundespräsident würde allerdings auch alsbald den Bundestag zusammenrufen und einen Kandidaten vorschlagen, der zum Bundeskanzler gewählt werden soll. Die Parteien sind natürlich nicht verpflichtet, diesen zu wählen. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise wäre das allerdings rein praktisch gesehen natürlich so, dass dann die Bundesrepublik Deutschland zumindest nur einen geschäftsführenden Bundeskanzler hätte. Das kann natürlich im Endeffekt nicht das Ergebnis sein. Aber wir haben die Sache jetzt mal durchgespielt. Also sprich, das Ergebnis ist, wenn sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz ausfallen würden, würde Frank-Walter Steinmeier einen geschäftsführenden Bundeskanzler einsetzen und dann den Bundestag zusammenrufen, um einen neuen zu wählen. Wir hoffen natürlich, dass es unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel gut geht, wünschen von hier aus alles Gute. Hoffen da auch, dass sie die Techniker im Bundestag bzw. im Bundeskanzleramt das auch hinbekommen, dass sie einen vernünftigen Homeoffice-Arbeitsplatz bekommt. Unsere Rechtsanwaltskanzlei hat das ja auch hinbekommen. Und insofern habe ich da überhaupt keine Sorgen, dass Frau Merkel von zu Hause aus weiterarbeiten kann. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann stellt die unten in den Kommentaren. Wenn ihr euch einen bestimmten Bundeskanzler wünscht, dann schreibt das unten in die Kommentare. Und ansonsten von hier aus der Wunsch, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, die Angela Merkel heute aufgestellt hat, sprich 1,5 Meter Abstand und des Weiteren
nur mit Familienmitgliedern in der Öffentlichkeit unterwegs sein oder einer fremden Person, die nicht aus dem Familienkreis stammt, und ansonsten nur die Orte aufsuchen, die momentan erlaubt sind aufgrund der Ausgangsbeschränkung. Wir haben dazu auch nochmal ein anderes Video gemacht. Schaut es euch an. Bis dahin, Johannes.